Morgen, liebe Community. Ja, die meisten von euch wissen, wir sind unterwegs und ja, wir haben eine kleine Planänderung bezüglich Hirschhagen. Da hatten wir gestern schon eine Änderung, aber jetzt haben wir es, denke ich, effektiv durchgeplant. Die Änderung heute, ja, ihr dürft gespannt sein, was euch erwartet. Wir sind selber, weil es gibt da so ein, zwei Sachen, da wissen wir es noch nicht. Ist aber immer spannend, ist so dieser alte Lost Place Modus, ja, dass man halt irgendwo hinfährt, ohne dass man es noch vorher schon, beziehungsweise vorher schon genau weiß. Und ja, da sind halt so zwei, drei Sachen dabei. Und ich bin gespannt, ihr dürft es auch sein. Euch einen schönen Tag und bis dann. Ciao. So, ja, wir haben ja gesagt, zwecks Hirschhagen planen wir ein bisschen um. Wir haben einen Zwischentag eingeschoben, wo verschiedene Lost Places auf dem Plan stehen. Problem ist nur, ja, dass es teilweise schon wieder Plätze waren, die überbaut waren, die es gar nicht mehr gab, die anderweitig genutzt werden. Jetzt haben wir hier ein Place. Ich war schon mal gucken, ihr seht hier Blitzdings und so. Genau, also eigentlich ist er nichts. Eigentlich. Dennoch ist er irgendwie cool. Aber es wäre jetzt kein Place, würde ich sagen, wo ich sagen würde, okay, wir machen jetzt ein Video drüber für euch, zeigen euch das so ein bisschen. Dafür ist hier nichts. Da wird es auch zu klein. Deswegen hatte ich eben die Idee, dass wir den Tag heute so gestalten, dass wir euch etappenweise immer dabei haben. Oder weil sie euch dabei sein lassen. Tolles Deutsch, Sonne, heiß, warm. So, genau, also wir machen heute keine einzelnen Videos, sondern wir lassen euch an dem Tag teilhaben. Wir wissen noch nicht, was wir noch so entdecken, aber hier nehmen wir euch schon mal mit. Wie gesagt, eigentlich kein cooler Lost Place, dennoch ist es einer. Und ja, dann viel Spaß mit uns und mit dem Tag. In diesem Sinne, bis dann, ciao. So, wie ihr mitbekommen habt, war ich ja, bevor wir jetzt hier hinten hinlaufen, selber schon mal gucken. Hier so aus dem Blickwinkel, den ihr jetzt auch gerade seht, habe ich gedacht, ach du Scheiße, das ist nix, hier sind wir umsonst hergefahren. Ja, sieht auch wirklich danach aus. Dennoch, es ist eine alte Fernmeldestation. Und dann habe ich so, wie ihr jetzt gerade auch, links hier reingeguckt, gesagt, ja, leeren Hallen, leeren Hallen, leeren Hallen, bis ich dann das da gesehen habe. Und keine Angst, ich war da schon gucken, da geht's weiter. Und ja, ihr seid dabei. So, wie gesagt, und dann war ich ja der Ansicht, es ist kein Lost Place. Also es ist ein Lost Place, die Tatsache ändert sich nicht, aber es ist einfach ein Schatz Lost Place. Und dann habe ich so im Vorfeld schon mal hier so reingeguckt mit meiner Handytaschenlampe und fand das dann doch ganz interessant. Wie gesagt, alte Fernmeldestation. Das ist jetzt kein weltbewegender Lost Place. Aber dennoch ist es ein Lost Place. Ja. Ihr hört richtig, dezent feucht. Fragt mich nicht, was es ist. Ich glaube, dass hier einfach nur diverse Kabel durchgelaufen sind. Ja. Ich kann euch schon nicht sagen, was das hier ist. Wie gesagt, Fernmeldestation, klar, viele Kabel. Dass man die hier gebündelt und verteilt hat, ist das Naheliegendste, was ich mir so erklären kann. Da vorne läuft die liebe Claudi. Einige von euch von der Community kennen sie ja auch.
Kann man da reinkratzen oder nicht? Ist das ein Raum? Ich glaube, da kommt man von der anderen Seite auch rein. So. Hier waren irgendwelche Maschinenteile festgeschweißt oder irgendwie sonst befestigt. Kommen wir gleich hin. Hier sind noch alte Kacheln an der Wand. Kleine Vogelnest. Klar, die Natur holt sich alles zurück. Das ist ja mal interessant. Ich zeige euch das gleich mal näher. Man kriegt ihr hier noch einen Blick, was da oben noch so ist. Und zwar, da liegen jede Menge Knochen. Ich glaube, dass hier irgendein Tier, ein anderes Tier gegessen hat. Also sollten wir Pathologen bei uns in der Community haben, die können euch sicherlich sagen, was das hier für Knochen sind. Der Boden davon ist voll. Wie gesagt, die Pathologen an euch, meldet euch mal und sagt, was das für ein Tier gewesen ist.
hier werden dann die Duschen gewesen sein. Hier auch nochmal duschen. Klar, wie ich schon gesagt habe, also jetzt nicht eine verlassene Luxus-Reha-Klinik oder sonstiges. Dennoch ist es ein Lost Place. Und damit ihr mal seht, dass auch ein Lost Place ein Reinfall sein kann, nehmen wir euch heute mal mit und zeigen euch das ein bisschen anders. Das ist ein bisschen merkwürdig. Das ist Sand. Ja, also das hier ist Sand. Kies. Warum jetzt hier jede Menge Kies bzw. Sand in dem Ding drin ist, weiß ich nicht. Das Ding wird immer, es kommt von oben. Ne, oben ist eine Decke, die ist zu. Gut, wird seine Gründe gehabt haben. Hier ist noch ein kleiner Schacht, wo ich aber schon sehe, dass da die Soße drin steht. Den Megafon. Komm mal jetzt. Den rede ich auch noch. Hoch. Ich probiere mal für euch, was passiert, wenn man hier in dieser Kordel zieht. Da passiert nichts. Das ist nicht wahrscheinlich zu alt. Außer dass ein Haufen Dreck runterkommt. Hier wirklich die Soße drin steht. Ja, wie gesagt. Wird alles seine Aufgabe und seinen Zweck gehabt haben. So wie ihr hört, auch hier steht das Wasser. Aber gut, halb so wild. Wir finden uns auch schon wieder auf dem Weg zum Ausgang. Ja. Wie gesagt, kein mega Lost Place. Dennoch ist es ein Lost Place. Es gibt hier drumherum noch so ein, zwei Kleinigkeiten zu sehen. Die zeige ich euch jetzt auch noch. Ansonsten wäre das normalerweise ein Lost Place gewesen, den wir niemals gefilmt hätten. Einfach, ja, ist ja nichts. Ja, und nach dem, was ihr von uns gewohnt seid, würden wir euch so eine sogenannte Schrottimmobilie niemals anbieten. Daher haben wir die Pläne heute geändert. Wie gesagt, wir haben noch mehr auf unserer Agenda stehen für heute. Und ja, wir nehmen euch einfach mal mit. Seid ihr mal live dabei, wie es so ist, wenn man Lost Places geht.
Jetzt könnt ihr auch den Namen Hunter auch erklären, bei uns im Namen. Ja, man weiß halt vorher nicht, was einen erwartet. In der Regel schon. Ja klar, also morgen zum Beispiel fahren wir in den Hirschhagen, ist ganz klar, was uns erwartet. In der Regel klären wir unsere Places auch auf, kennen die Geschichte, wissen ein bisschen mehr. Aber heute haben wir mal gesagt, machen wir ein Lost Place Tag der alten Schule, in dem wir nämlich einfach hinfahren, ohne vorher zu wissen, was uns erwartet. Ja, dann machen wir es heute mal so. Nehmt euch mit. Und ja, mal sehen, was uns und euch noch so erwartet. Ihr werdet es ja dann sehen. Und wie ich es vorhin vermutet hatte, mit diesen ganz vielen Löchern in der Wand, ist der Kabel gebündelt worden, aufgeteilt worden, wie auch immer. Ich weiß nicht, was hier vorher stand. Also das ist jetzt hier, wie ihr seht, ein 4-giger Betonsockel. Irgendeine Aufgabe wird er gehabt haben, genauso wie die massive Stahlhalterung da unten. Und dann haben wir hier wieder unsere ganzen Kabel. Das Gelände ist auch riesig groß, das ist auch umzäunt. Und alles, was ihr hier seht, bis da hinten zum Waldrand jeweils. Und auch da hinten bis zum Waldrand, genau wie da hinten bis zum Waldrand, ist dieses Gelände der ehemaligen Fernmeldeanlage. Klar, ich sag, was es ist, aber nicht wo es ist. Wobei das bei dem Place hier eigentlich relativ egal wäre. Ja. So, auch hier wird mal irgendwas installiert gewesen sein. Genauso wie hier. Oder auch da. Oder dort. Ich bin mir sicher, wenn wir jetzt hier über das Gelände laufen würden, dass wir noch weitere Halterungen, Installationen oder sonst irgendwas finden würden. Aber wir wollen ja noch was vom Tag haben und dazu gehört bei mir nicht, dass ich jetzt hier sinnlos eine halbe Stunde über eine riesen Wiese laufe. Deswegen ist so viel zu dem Place hier, der eben noch ein Lost Place ist, auch wenn kein schöner. Daher, wie gesagt, die Idee, mal ein paar Videos zu machen, das Ganze dann wahrscheinlich der Tag zu nennen, in mehreren Teilen hochzuladen, so dass ihr immer seht, wie das alte Lost Place noch funktioniert, indem man nicht wie die ganzen Facebook-Idioten auf irgendwelche Adressen anspringt, sondern mal schön selber sucht, mal schön selber recherchiert. Klar, Enttäuschung gehört dazu, weil schön war das hier nicht, dennoch ein Lost Place. Und bei dem bin ich jetzt auch raus. Bis dann. Ciao. So, kleine Impression von unterwegs. Wir fahren offen. Schöner blauer Himmel.
Ja, unterwegs zum nächsten Lost Place. Der ist, wenn ihr hier drauf schaut, gar nicht so weit weg. Wir wissen nicht, was es ist. Ja, wir wissen ungefähr, was es sein soll, aber ob es das noch ist, ist immer die Frage. Und ja, das hier ist so die Gegend, in der wir uns hier gerade bewegen. Hallo! Ja. ja. Ihr seid mal dabei. Ist mal was anderes, als einen festen Lost Place zu haben, den wir euch abzufilmen. War ganz cool so. Euch dabei zu haben. Wenn ihr deutschen Sieger. Die lassen sich hier nicht so verarschen. Wir finden noch ein anderes Opfer. Nein, Quack. Ja, genau. Also, wie gesagt, unterwegs zum nächsten Lost Place. Heute mal ein anderes System. Ich glaube, wir nennen das Video, beziehungsweise es wird ja dann sicherlich mehrere geben. Einfach mal der Tag. Wir für euch, ihr für uns. Ich melde mich wieder. Bis dann. Ciao. So, damit ihr mal seht, wie das so ist. Wie gesagt, wir wissen in etwa, was es sein soll. Wir wissen aber nicht, ob es das so noch gibt. Man weiß also nicht, was uns erwartet. Das lassen wir euch mal daran teilhaben. Daran teilhaben, wie das so ist, wenn man zu einem Lost Place fährt, zu einem Lost Place kommt, den man nicht kennt und nicht weiß, was einen erwartet. Laut meinem tollen Programm sind es noch 580 Meter. Also was wir wissen ist, es soll eine ehemalige Lederfabrik sein. Da vorne dann rechts, bitte. Es soll eine ehemalige Lederfabrik sein. Wie gesagt, ob es die noch gibt, wissen wir nicht. Theoretisch geradeaus, sagt aber rechts. Ja, das sieht eher nicht so aus. Fahr aber hier rein. Fahr ruhig rein. So, damit ihr mal seht, bleibt schon hier so ein bisschen im Schatten stehen, wie das so ist, wenn man Lost Places huntet, ja, deswegen auch Urbex Sniper Hunter. Das hier war mal, oder hier war mal, eine ehemalige Lederfabrik. Ja, die ist wohl abgerissen worden, weil das hier ist alles nagelneu. Das heißt, das Gelände wurde abgerissen. Wobei ich fast sagen würde, das hier vorne, das ist einfach nur, ja, ein auf neu gemacht worden. Ja, aber das da hinten ist definitiv komplett neu gebaut. Das sieht dann auch so hier aus. Ja, wie gesagt. Gedachter Lost Place, ehemalige Lederfabrik. In dem Fall abgerissen, beziehungsweise da vorne modernisiert und Wohnhäuser drauf gebaut. Was ich ja persönlich ganz gut finde, es gibt in Deutschland einfach zu wenig Wohnraum. Und ja, genau. Ich werde hier gerade angestupst. Was denn? Ich glaube, was ist das? Nee. So, genau. Wir haben jetzt noch ein paar Punkte auf der Karte und ja, wir nehmen euch mit, ihr seid dabei. So, Dille. Genau. Wir befinden uns, ich hätte es fast gesagt, routinemäßig, nein, auf dem Weg zum nächsten gedachten Lost Place. Ich kann schon mal sagen, es soll ein verlassenes Dorf sein. Geradeaus.
Es soll ein verlassenes Dorf sein. Dazu gibt es noch einen Bunker. Wir sind gespannt. Und ja, wie gesagt, heute mal ein bisschen anders. Kein fester Lost Place, den wir für euch abfilmen, dokumentieren, sondern mal aufs Blaue hinaus. Wir wissen selber nicht, was uns jeweils erwartet. Sind gespannt, ich hoffe ihr auch und ja, bis gleich. So, kleiner Zwischenruf. Immer noch unterwegs. Da oben ist die Sonne. Hallo. Ist ungefähr die Hälfte geschafft. Auf dem Weg zu unserem nächsten Place, wo wir wie gesagt nicht wissen, ob es den noch gibt, wie der sich entwickelt hat. Ja. Aber auch das Lost Place mit der alten Schule macht Spaß. Es ist immer spannend, was einen erwartet, was alles noch so ist. Ist mal ein bisschen was anderes, wie wir das heute machen, finde ich. Ist ganz cool. Ihr seid dabei. In dem Sinne, viel Spaß. So, ja, wir nennen es jetzt mal Projekt der Tag. Wir haben uns noch was weiteres überlegt, ob das so funktioniert. Dann wird diese Videogeschichte tatsächlich ein Projekt. So, zu diesem Projekt der Tag gehört, dass wir euch teilhaben lassen, wie wir Lost Places finden, auch wenn wir nicht wissen, was es ist, was uns erwartet. Ja, da oben, schau mal kurz, ist eine Bundesstraße. Hier neben uns ist ein bewohntes Grundstück. Seht ihr jetzt nicht so, aber wir wissen es, wenn wir da vorbeigelaufen sind. Und irgendwo hier hinter uns soll ein zerfallenes Fachwerkhaus sein. Ich sehe es jetzt so noch nicht. Das Einzige, was darauf hindeutet, sind da Mauerreste. Und dieses alte Teil. Inwiefern sich das bewahrheitet, was es ist, ob hier was ist, seht ihr gleich. In diesem Sinne, bis dann. So, was wir hier aktuell haben, ist die Suche nach dem vermeintlichen Lost Place. Claudi ist in die Richtung gelaufen. Da gibt es auch nochmal eine Möglichkeit, wo was sein könnte. Ich bin mal hier unterwegs. Was hier halt auffällt, da war ein Zaun. Ja. Und hier so die Steine, die hier rumliegen, was darauf hindeutet, dass hier was ist, zumindest gewesen sein könnte. Das ist halt die Frage, wo ist das gute Stück? Und gibt es das überhaupt noch? Wir wollen natürlich nicht mit so einer Suche hier zu viel Zeit verschwenden. Einfach, weil wir noch mehr auf der Liste haben und je länger wir mit irgendwas verplempern, je weniger Zeit haben wir für tatsächliche Dinge. Ist hier ein Trampelpfad, wo der hinführt. Also ihr seht, Lost Blazen kann auch spannend sein. Wie gesagt, soll ein teilweise eingestürztes Fachwerkhaus sein. Aber bisher sehe ich hier nichts davon. Ich möchte, wie gesagt, noch nicht zu viel Zeit verplempern. Ob hier was ist oder nicht. Da ist irgendwie zusammengekrachter Baum, sieht jetzt aber nicht unbedingt nach dem Grundstück aus. Nee, also ich denke, hier hinten ist auf keinen Fall irgendwas. Gut, laufen wir mal zurück und suchen weiter. Also, so kann sich das gestalten. Zuerst falsch gelaufen. Und dann gibt es hier zwischen
dem Grundstück und dem Grundstück, also da steht ein Haus und da steht auch ein Haus. Hier dieses Grundstück, da oben ist der Eingang, wenn man das sieht. Hier ist noch Reste vom Asphalt. Das heißt, das hier war mal das Grundstück. Ja, hier ist auch noch eine Umzäunung von wer weiß was auch immer. Das Ding müsste ja dann hier stehen, tut es aber nicht mehr. Das heißt, auch das kann passieren. Ja, ein vermeintlicher Lost Place, der dann leider keiner mehr ist. Ja, dennoch habt ihr es mal gesehen, wie das so ist mit dem Anfahren, der Suche, dem nach Spuren suchen. Und ja, es war halb so wild. Wir haben den nächsten Lost auf der Karte und ja, ihr seid dabei. Bis dann. Ciao. So, Delle, da bin ich wieder. Wir sind dann mal am nächsten Lost Place für heute. Ja, bisher sieht es ganz gut aus. Nur haben wir was gesehen, was mir persönlich nicht so gefällt. Aber wir werden sehen, wie sich das so entwickelt. Und ja, das könnte eine Bunkerplatte sein. Würde zu dem Gelände hier übrigens passen. Das ist das alte Empfangsgebäude von dem Gelände hier. Ja, man sieht es alles schon. Sehr alt, lebt vor sich hin. Ja, wie gesagt, wir müssen mal schauen, ob der Place immer noch so ist, wie ich denke, dass er sein sollte. Ja, wir sind sehr gespannt. Ha, hätte mich auch gewundert. Ja, genau. Wie gesagt, ihr seid weiter dabei. Und ja, in diesem Sinne, viel Spaß. So, das hier ist wohl noch eine Einfahrtsmöglichkeit zu dem Gelände, was wohl auch riesig groß ist. Problem ist, es ist so groß, wir wissen noch gar nicht so genau, was, wie, wo. Also das hier ist jetzt nichts, also wäre ich das garantiert nicht hierher gefahren. Ja, aber gehört auch dazu. Und wir sind gespannt, was uns hier erwartet. Die Gegend ist schön, das auf jeden Fall. Ist auch toll, so in der frischen Luft, in der Natur zu sein. Ein bisschen so den Alltagsstress weg. Das ist toll, auf jeden Fall. Nur ist halt Lost Place Hunting angesagt. Das heißt, dass wir nicht wissen, was uns erwartet. Etc. etc. So, bis dann. Unser Videoprojekt der Tag ja, läuft weiter. Die Kenner unter euch dürften wissen, wo wir sind. NS Ordensburg Vogelsang, ganz genau, historischer Ort, viel Geschichte. Ja, ist jetzt eigentlich in meinen Augen empfinde ich sowas persönlich als richtigen Lost Place. Natürlich ist eine verlassene, voll eingerichtete Luxus-Reha-Klinik auch super, wenn sie verlassen ist. Nur rein vom Lost Place her ist das hier definitiv ein richtiger Lost Place. Ja, wir sind hier. Wir schauen uns mal um. Machen euch mal ein paar Bilder von hier. Und ja, wir sind gespannt. Bis gleich. Ist, wie man sieht, typische Bauweise aus dem Dritten Reich.
Meer natürlich jetzt. Da hinten geht's auch nochmal weiter. Ich glaube, wir müssen dann nochmal zurück zum Auto. Ich muss die zweite Kamera holen. Ich denke, was ich da hinten noch so sehe, seht ihr gerade nicht, das ist nämlich da. Ja, durchaus die Möglichkeit, dass man hier doch vielleicht irgendwie reinkommt. Ich bezweifle das jetzt hier, ich werde das ja auch nichts kaputt machen. Ja, die Klappen sind alle ziemlich stabil, da geht nichts. Klar, wäre es interessant, ich meine, auf jeden Fall. Aber hier laufen noch ein paar andere Leute rum. Kommt das nicht so witzig, finde ich. Ja, mal schauen, was wir hier so hinbekommt an Bildern und Video. Und ja, dürft gespannt sein. Toller Bau, wie gesagt. Auch ein Ort mit Geschichte. Aber auch schlichtweg zu. Aber mal schauen, was wir da so Schönes hinbekommen hier. Bis gleich. So. Das hier sind dann mal Gewächshäuser, sind ein bisschen weiter weg, die hier auf dem Gelände stehen, ja, die von der Mauerung her auf jeden Fall, ja, die kennt ihr unter euch, wissen es, wenn ihr euch die Mauer anguckt, wisst ihr auch, dass die drittreichmäßig irgendwann mal dahin gezimmert worden ist. Klar, Garten- und Gewächshäuser wurden später sicherlich auch anderwertig genutzt, aber dennoch sieht das hier schon sehr rustikal aus. Definitiv. Gucken, ob ich irgendwas finde. Ein Haufen Moos. Ja, wenn man sich hier so die Bewässerungsrohre anschaut. Das ist auch nicht unbedingt Neuzeit oder 60er, 70er. Das ist dann schon wirklich noch zu Zeiten, als Vogelsang so genutzt wurde, wie es an sich gedacht war. Hier ist so ein kleiner Brunnen. Gut. Gut, da haben wir da hinten noch einen kleinen Durchgang entdeckt. Mal schauen, wo der hinführt. Ist auch immer die Frage, inwiefern man sich hier einfach so frei bewegen darf. Aber wir werden es herausfinden. Und hier ist auch noch ein weiteres Gebäude aus der NS-Zeit. Problem ist, dass hier überhaupt nicht mein Steckenpferd. Also ich kenne mich hier in der Gegend nicht wirklich aus. Ich könnte jetzt hier aus meinem Geschichtsfundus ein bisschen was raushauen. Ja, aber über den Ort selber bin ich ganz ehrlich, bevor ich irgendeinen Scheiß erzähle oder einen auf klug mache, es aber gar nicht bin. Das hier ist ein Durchgang. Klar, mit dem Baum versperrt, ist aber jetzt nicht so das Problem, weil wir gehen auch über die Mauer hier drüber. Ja, liefere euch lieber nur die tollen Bilder und Eindrücke. Wirklich viel erzählen zu hier kann ich, kann ich euch so leider nicht. Das hier ist der Eingang, der mit Sicherheit mit Absicht mit diesem Baum versperrt ist. Keine Ahnung, warum das hier so nochmal umzäunt ist. Ein Gebäude sehe ich jetzt hier so erstmal keins. Mal gucken, was hier vorne ist. Das kann ich mir jetzt auch nicht so wirklich erklären. Ich habe gedacht, dass hier vorne was ist.
Ist es aber leider nicht. Werde ich das hier wieder verlassen. Und mal schauen, was wir hier noch so finden.